Ein vernünftiges Schiff besteht aus einem Drittel Sklaven und zwei Drittel Soldaten. Die Avis-Geweihte ist selbstverständlich auch dabei. Die guckt dich so ein bisschen gerade an, streichelt auch so ein bisschen über das Pferd rüber. Ihr habt einen Eferdi getroffen, der Rum ausgegeben hat. Natürlich. Aber Rum ist doch gebrannt. Bei uns sind sie ein wenig angepasst. Das nenne ich aber alanfanische Riten. Sie schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Also, ich war zwar noch nicht in Alanfa, aber das. Das will ich mir mal angucken. Das ist alleine, das ist eine Reise wert, dass eine Ferdi gebrannte Sachen ausgibt. Vielleicht kennen die anderen vorne eine Möglichkeit, Rum zu machen, ohne ihn zu brennen. Einfach da, was hat er manchmal von geschwafelt, aber ich dachte nicht, dass es wirklich Sinn hätte. Ich habe mich nie damit beschäftigt, dass hergestellt wird, einfach nur genug Fässer an Bord zu haben für alle. Ja, das ist natürlich schon wichtig. Das kommt so ein bisschen verdünnt ins Wasser, weil wenn das Wasser schlecht wird, kann man es trotzdem noch trinken. Ja, Weil genug Traviawein dabei zu haben, ist niemals einfach. dieses ekelhafte Wasser, wenn das abgestanden ist, das trinkt ja auch keiner mehr. Und wenn man da so ein bisschen Rum reintut, dann schmeckt das einfach nur so ein bisschen nach Alkohol und die ganze Mannschaft freut sich. Genau, das ist der Punkt. Und für gewöhnlich, sagen wir es so, meine Ausbildung hat beinhaltet, nicht zu sehr mit der Mannschaft zu interagieren. Zum Beispiel ist es in Schwarzer Marder verboten, dass man mit der Mannschaft singt. Dürft nicht mal mit ihnen singen, das ist aber ganz schön traurig. Es ist eine Form der Disziplin tatsächlich, denn Offiziere und Mannschaft müssen streng getrennt sein. Wenn ein Offizier sich so laut Doktrin zu weit hinablässt, auf das Mannschaftsniveau, verliert er den Respekt und riskiert eine Meuterei. Ja, das kommt ja darauf an, was man erreichen möchte, oder? Nun, eine disziplinierte Militäreinheit wollte man erreichen. Ist euch das denn gelungen? Also wie viele Schiffe habt ihr denn versenkt? Nun, ich war einige Zeit auf der Boron-Sichel unterwegs. Wir haben 3,5 Piratenschiffe versenkt. 3,5? Mit oder ohne uns? Mit und ohne was? Mit oder ohne, ihr wisst schon was. Nun, 3 haben wir gerammt und so schwer verletzt, dass sie tatsächlich gesunken sind. Die Piraten, die schwimmen konnten, gefangen genommen. Und 1 haben wir nur angekratzt, konnten wir bergen. Alanfanische Galeeren tendieren dazu, mit dem Rambock zuerst in Schiffe hineinzufahren. Nun, ich denke, alle Galeeren tun das. Ich wollte gerade sagen, dafür sind Galeere doch gemacht. Genau, wir haben diese Kunst perfektioniert. Aber Damit ja, du es der gibt Meinung genügend bist. Piraten unten im Perlenmeer. Was er meint mit perfektioniert ist, dass die einfach ihre Ruderer tot arbeiten können. Und wir haben durchaus auch Segel. Die Ruderer sind nur dafür da, um den letzten Sprint zu erledigen. Karina, ich weiß, wie eine Galeere funktioniert. Aber versucht gar nicht erst, von eurer Predigt abzulenken. Was? Ich fand die gut. Ihr habt Rafim auf ein Fass stellen und singen lassen. Ja, stimmt. Ihr Ich kennt hätte den gedacht, er Mann! könnte besser singen. Ich fand's trotzdem lustig. Nochmal 12 Göttern. Wir müssen ihm doch eine Chance lassen, oder nicht? Ich lasse euch nie wieder eine Predigt halten. Wisst ihr das? Ja. Von mir aus? Was möchte Rafim tun? Außer mit seinem Bären spielen. Ich möchte nicht mit dem Bären spielen. Ich möchte dem Bären gerne einen Sturmangriff beibringen, indem ich ihn auf den Boden setze und wir dann die gesamte Planke schreiend lang entstürmen. Okay, würfel mal eine Abrechenprobe. Und Okay. danach kannst du eine Lehrenprobe hinterher würfeln. Aua! Dass ich da drin so gut bin.
Ja, mit den Proben aus der Lehren kannst du dann deine Abrichtenprobe nochmal so ein bisschen modifizieren. Ah, es ist nicht gut, aber er läuft dir erstmal hinterher und das dauert halt auf den kurzen Beinchen ein bisschen, aber er kommt dir hinterher und knurrt auch so ein bisschen. Sehr Klingt mir jetzt gut. noch nicht nach einem Sturmangriff, aber er ist auch noch klein. Ja, wir machen das. Das ist ein Prozess. Das entwickelt sich. Gut. Sonst war da nix? Ganze Nee, Tag das dauert rumlaufen. ja. Okay. Jalen, noch irgendwas außer Kiaras Anschreien? Tatsächlich nicht. Die ist, glaube ich, vor mich nicht sonderlich mit der Mannschaft zu beschäftigen. Gut. Hattet ihr noch vor, irgendwann zu schlafen oder wollt ihr die Regeneration komplett sein lassen? Ich nehme die. Achso, wenn es die noch gibt, würde ich die auch noch nehmen. Ja, ich Klar, ich auch. meine, ihr Auf habt ja jeden nichts zu Fall. tun an Bord. Ihr könnt ja immer noch irgendwie euch 6 Stunden hinlegen. Ich möchte allerdings so gefühlt alle 4 Stunden mal paranoid die Bilge durchschauen. Ja, Ich nehme eine Regeneration mit. gar kein Ja. Problem, dann 1W6 minus 2, wenn du 2 Stunden weniger schläfst. Für die anderen 1W6 minus 1 oder was haben wir? Ach so, ja, stimmt. Ist ja eine Hängematte, ne? Dann stimmt dann 1W6 minus 1 und ja, dann kriegt er nochmal minus 2, weil er 2 Stunden weniger schläft, dann ist er bei einer minus 3. Dann verliere ich den Punkt, den ich gerade gekriegt habe. Und kann Ja. garantiert nicht in einem Schiff durchschlafen, das gestern fast abgesoffen wäre. Ja, ich weiß, das Schiff an sich ist nicht schuld. Genau, sondern eure Zufallstabelle. Ich bekomme einen weiteren W20. Ich weiß nicht, wer genau noch keinen gewürfelt hat. Ich weiß, dass Ich glaube. die Wachmannschaften hatten, glaube ich schon, ne? Ich glaube, Iserun darf noch. Ich habe tatsächlich, glaube ich, den Vatachio erwürfelt, aber ich kann Ich. gern nochmal würfeln. Ja, mach doch. Nein, bitte nicht. Ich Macht ja würfel schon schon. noch interessant werden. Dann lass halt Abel mir, wenn er sich unbedingt so aus dem Fenster lehnt. Ja, ich nehme die von dieser Runde. Die 15 lag als erstes in der Box. Hä, das ist meine Konsti. Ach so, das ist deine Konsti-Probe. Da hast du ein Glück, dann nehmen wir die 3. Gut, dann könnt ihr so ein bisschen den Tag hinein regenerieren, schlafen, euch erholen, euch ein bisschen mit der Mannschaft beschäftigen oder es auch sein lassen. Verdrießlich auf das offene Meer gucken oder zur anderen Seite dann das ferne Aranien bewundern. Wie es dann mit den grünen Weiden und Ebenen lockt. Und ja, also wirklich Tiere oder sowas könnt ihr nicht erkennen, dafür seid ihr zu weit weg. Irgendwelche Siedlungen könnt ihr auch nicht erkennen, aber das ein oder andere Mal seht ihr dann rauchige Fahnen, irgendwas, was da brennt. Also, den Krieg kann man auch von hier sehen, trotz dessen, dass das Land so fruchtbar ist. Irgendwas passiert da wohl an der Landseite und es ist tatsächlich auch gesund. So sagt die Mannschaft auch, dass ihr den Seeweg genommen habt. Trotz der blutigen See ist, wie gesagt, der Landweg gerade mit Ehren an den verschiedensten Stellen belagert, zugestellt. Und während ihr euch so ein bisschen dann auch mit der See vertraut gemacht habt und wieder in das Schwanken hineingekommen seid, könnt ihr erkennen, wie in einiger Entfernung Segel am Horizont zu erkennen sind und ein weiteres Schiff auf euch zukommt. Es verfügt über einen Mast. Mehr könnt ihr aktuell noch nicht erkennen. Welche Farbe haben die Segel? Weiß. Ist da, also auf den Segeln ist sonst nichts drauf, die sind rein weiß, ja. Ein Symbol, kannst du mir mal eine Sinnschärfe geben, plus 18 auf die Entfernung und wenn du irgendwelche Hilfsmittel hast, dann kann das natürlich wieder alles ja, rausgeholt werden, aber auf der höchsten Entfernung ist das immer eine plus 18 Probe. Carino, habt ihr euer Fernrohr noch? Oh ja, klar, hier. Ihr wisst ja schon, dass ihr über die See 30 Meilen sehen könnt und dementsprechend klein. Fängt das dann an, wenn die Schiffe größer und größer werden? Ja, ich mach's ja einfach trotzdem. Doppel 1 ist immer drin. Also ich rechne jetzt die 3 Erleichterungen fürs Fernrohr ein, ja. Bin noch zu 25 weit ist auch weg. immer drin. Ja, der Kapitän wird halt selbst einmal durch seinen Fernrohr durchgucken. Er hat selbstverständlich eins und er bekommt auch Meldungen von oben aus dem Krähennest. Es ist kein richtiges Krähennest, aber steht halt jemand oben in den Masten drin. Es sind ja mal schon 2 bei euch auf dem Schiff. Und wird selber keine weiteren Korrekturmaßnahmen einleiten. Also er segelt einfach munter drauf zu und das andere Schiff kommt dann eben von Süden in Richtung nach Norden. Kreuzt euch also. Nun, unser furchtloser Kapitän scheint ja nicht sonderlich besorgt zu sein.
Nun, ihr war auch bei dem Dämon nicht sonderlich besorgt, aber nun gut. Außerdem ist es, so wie ich das von hier aus sehe, nichts, womit wir nicht fertig werden würden, wenn sich Komplikationen ergeben. Das sollen wir doch hoffen. Vielleicht ist es ja sogar ein freundliches Schiff, dann können wir sie davor warnen, wohin sie fahren. Warten wir ab. Die Wahrheit wird sich zu gegebener Zeit offenbaren. Ja, es dauert wieder einige Zeit mit der Geschwindigkeit, mit den Knoten, mit denen ihr unterwegs seid und mit den Knoten, mit denen das Schiff euch entgegenkommt. Nach ungefähr einer Viertelstunde könnt ihr ein bisschen mehr ausmachen und nach weiteren 20 Minuten könnt ihr dann tatsächlich auch sowas sehen wie eine Flagge. Also jetzt nicht nur die Masten, sondern noch eine Flagge. Sinnschärfe plus 7. Das mit Fenrohr geht's nicht. Jaras kann eine Piratenflagge daran erkennen. Definitiv nicht freundlich. Definiert nicht freundlich. Hafax oder Oron? Nicht zu erkennen, aber definitiv Piraten. Wie viele Mann haben sie an Bord? Das kann ich noch nicht erkennen, ich sehe nur die Flagge. So, ja, ist eine einmastige, was ist das, eine Talucke? Ja, Seefahrtsprobe. Kein Problem. Plus 10, erleichtert für thulamidische Schiffe, hat nur leider keine. Ist mir nur halt gar egal, ich schaff's trotzdem. Ein Lorcher, eine einmastige kleine Lorcher. Eine Lorcher, wir werden uns keine Schwierigkeiten machen, aber wir sollten vielleicht mal... Captain Raphim! Wollte Isarun sagen. Dass ich ein Adlerauge mit Einzelsinnschärfen wirken werde. Auge. Ja, Adlerauge. Ich glaube, er meint den Sinnauge, also Sicht. Achso, ja. Ja, genau. Adlerauge. Ja, ich horche jetzt mal in den Wellen, das macht Sinn. Kannst du auch riechen, das ist besonders gut. Oh ja, genau, besonders hier, lecker. Ja, wie gesagt, also die See ist mittlerweile eher blau, das passt schon. Wieso plus 4? Weil das Einzelsinnschärfen ist. Ach so. Chippy hast du ja wieder, ne? Kannst du ja, das stimmt allerdings. Fingerfertigkeit macht ja auch so gar keinen Sinn. Ja. Ein Schwert und Stapler, der den Adlerauge nur auf 10 hat. Komm, aua. Willst du dich mit mir prüfen? Dann hast du 4 Punkte mehr und damit kommt der Zauber durch. Was kriegst du an Boni? Ich krieg jetzt die doppelten ZFP-Stern auf meine Sinnschärfeprobe drauf. Na, das ist halt echt nicht viel. Also als Erleichterung bekommt sie nämlich als TFP-Stern. Genau, es ist aktuell eine plus 10 mit einem Fernrohr, wenn das weitergegeben wird. Nochmal eine 4 und dann deine 2. Ein 6 Punkte Bonus. Dann schauen wir mal. Hätte diesen Zauber vielleicht etwas langsamer blocken sollen. Meine Gute. Sinnvolle Ratschläge von Abimi von der Seite, das hilft natürlich besonders. Aber es reicht. Ja, du erkennst, dass drüben an Bord auch nichts weiter passiert. Also die haben gerade die Piratenflagge aufgezogen. Also die waren noch nicht vorher dran. Du erkennst den Namen. Du kennst dich mit den thulamidischen Schiffen gar nicht aus. Aber du erkennst den Namen und sie heißt... Das ist jetzt die scheiß Ukuri ist. Nee. War das nicht eine zweimastige Leuchte? Es ist die Wegziehbar. Die Wegziehbar, die Standhafte. Ja, ich gebe den Namen mal weiter und schaue Fragen den Kapitän an. Sagt euch der Name was? Ja, habe ich schon gesehen. Passt. Ach, das sind keine uns feindlich gesinnten Piraten. Nee, wir tauschen gleich ein bisschen Klatsch aus und dann, ich lass mal ein bisschen Tee ausschenken. Klatsch, das ist aus Maraskana. Das ist ein Maraskaner, klar. Wenn ihr Isarun eben zugehört hättet, Habibi, dann hättet ihr zuhören können, dass es ein Wegziehbar ist. Beziehungsweise das Schiff heißt Wegziehbar. Was eigentlich was Wegziehbar heißt? Es ist der Name des Schiffes. Genauso wie die Trainer von Talusa sind. Der Kapitän ist Verussibar, Rübensaat ist ein guter Freund von mir. Und die Piratenflagge ist ein Spaß. Also, Tee für dich machen. Spaß.
Dachte ich mir schon, wer würde schon auf einer so einer kleinen Leuchter als Pirat unterwegs sein? Mit einer einmastigen Leuchter ändert man gar nichts. Eben. Genau. Aber so eine Piratenflagge ist doch eine gute Deckung für anderes Gesinde, das hier rumschwimmt, nicht wahr? Ja, die haben sie gerade aufgezogen. Die haben auch noch ganz andere Flaggen da unten drin. Ja, auch. Hm, wie es sich gehört. Ein rechtschaffener Mann sollte nicht zum Spaß sich unter falscher Flagge kenntlich machen. Aber ich bin ein rechtschaffener Mann. Nun, ihr sicherlich, aber euer... Piratenflagge hochziehen! Ei, ei, Kapitän! Du wurdest unterbrochen, Jarlan. Sprich doch weiter. Ich war auf See. Nein? Sei versichert, Jarlan. Das ist völlig normal. In Gewässern, die feindlich sind, andere Flaggen aufzuhissen, um den Feind zu verwirren, ist völlig typisch. Karino, es ist mir egal, ob dies normal ist oder nicht, es ist nicht recht. Unser Kapitän kann von Glück reden. Gut, dass wir nicht auf rechten Gewässern sind, nicht wahr? Die von Mittelländern kontrolliert werden. Das Recht des Herrn Pyres gilt überall und immer. Guck doch bitte mal über Bord und sag mir, wo wir sind. Und dort, wo es nicht hinreicht, ist es unsere Aufgabe, es hinzutragen, Karino, wenn es sein muss, mit dem Schwert in der Hand. Nun, wenn wir für die kurze Zeit eine andere Signalflagge aufhängen müssen, denke ich nicht, dass es Herrn Pryor stören wird. Pryor sieht alles, auch die kleinste Verfehlung. Naja, dann halt den Mann auf. Es ist sein Schiff. Ja, nach ungefähr 30 Minuten könnt ihr dann sehen, wie die ersten Segel eingezogen werden von euch und auch sowohl von dann der Lorcher. Und ihr werdet dann nebeneinander festmachen. Es gibt laute Begrüßungen von einem Bruderschwester, der hinüberruft zu Bruderschwester Rafim. Und der andere begrüßt seinen Habibi mit Habibi Feruziba. Sie kennen sich also. Man wird sich dann austauschen. Feruziba kommt dann rüber. Und man hat dann auch so einen großen Tisch aufgebaut, auf dem dann rote und weiße Kamele aufgebaut sind und ein paar andere Spiele. Ein großer Teetisch, der daneben steht. Und ja, gibt viel Tee, jetzt auch für die Mannschaft. Ihr könnt dann auch sehen, wie die anderen Maraskaner rüberkommen. Alle sich gegenseitig mit Bruderschwester Fremdiji begrüßen oder Bruderschwester Geretia oder Bruderschwester Tulamitia. Und ja, verschiedene Gespräche entbrennen. Das Schiff ist ein wuselndes Chaos, ein lautes Schreien. Die Götter werden angerufen, angeschrien. Teilweise wird auch trainiert und gekämpft und... es ist ein lauter, lustiger Spaß, sodass die Lorcher aktuell unbesetzt irgendwie rumdümpelt, aber nur festgemacht. Es wird auch so ein bisschen Ware dann vertauscht, also irgendwelche scharfen Ingwer-Sachen von Maraskan, irgendwelche Alkoholiker, die da ausgetauscht werden, für wenig kleines Geld und ja, der Klatsch, der dann hier laut getratscht wird. Hört man was aus Helmenport? Aus Helmenport? Wenn du mal nachfragst, ja, ist eine Gassenwissenprobe. Versuchen wir es. Ich, alter Gassenwissen-Krüppel. Oh, das reicht gerade so. Das Helmport gibt's noch. Man weiß aber nichts von denen, weil die sich nicht mit anderen Maraskanern abgeben. Gut so. Gut so. Ich würde mal einen der Maraskaner fragen, was es denn mit Bruderschwester auf sich hat. Bruderschwester Fremdiji Zwerg, bist du ein Zwerg? Bist du ein kleiner Mann? Ja, sieht man das nicht? Wir glauben an Ruhe und Gror und die Dualität. Alles, was gut ist, ist zweisam. Nichts, was alles Schlechte ist einsam. Und deswegen rufen wir laut Bruderschwester Fremdiji Zwerg, kleiner Mann und wie ist dein Name? Dann hängen wir deinen Namen an. Boltax, Bruder, Schwester Boltax. Jetzt bist du kein Fremder mehr, jetzt bist du mein Freund. Freut mich. Ich bin Bruder, Schwester Sumujida und wir kommen gerade aus dem maraskanischen Sturm und haben einige Neuigkeiten mitzubringen. Wusstest du schon, dass Helmer Hafax die Insel verlassen hat? Hat er? Oh. Nein. Er hat die Insel verlassen. Ja, er ist mit seinen Ungeschaffenen von der Insel heruntergekommen und hat sich wohl mit seinen Verbündeten, den anderen Ungeschaffenen aus Elborum vereint und reitet jetzt über Aranien ein und belagert die Stadt.
Oh, schlechte Neuigkeiten. Ja. Wolltet ihr etwas, Yalan? Ich wende mich mal in Maraskana. Dann ist dies wohl euer Moment zum Zuschlagen, nicht wahr? Wir schlagen sowieso die ganze Zeit zu, Bruder, Schwester. Haben wir jetzt wohl verstärkt. Wir schlagen sowieso die ganze Zeit verstärkt zu. Und treten. Ich gehe wieder weg und frage mich, warum, was mich geritten hat, dass ich mit einem Maraskana rede. Ich sollte es besser wissen. Und eure Religion baut auf Brüderlichkeit auf? Und Schwesterlichkeit. Bruderschwesterlichkeit. Wir glauben an Ruhe und Chor und dass die Welt an einem großen Diskus. Die Welt ist ein großer Diskus und sie wird von Ruhe zu Chor geworfen und wieder zurück. Aber wird einem dann nicht schlecht, wenn man die ganze Zeit hin und her geworfen wird? Nein, ist euch denn die ganze Zeit schlecht? Ich meine, ihr habt ein bisschen Kotze im Bart, aber... Ja, ich verstecke die Kotze so ein bisschen. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun. Aber an und für sich ist das ja interessant mit dieser Geschwisterlichkeit. Das ist eine schöne Idee. Ja. Genau, alles was gut ist, ist zweisam. Ich habe gehört, dass ihr Zwerge das auch mögt. Ja, wir haben häufiger Geschwister und aber zwei, wenn dann... 4, ja, ja. 8, 16, 32, 64. Ja, aber es kommt auch hin und wieder vor, dass einmal ein Geschwister halt stirbt und das ist dann ganz schrecklich. Ja, das ist besonders traurig. Aber du musst um die Toten nicht trauern, denn sie gehen einfach auf ihrem Lebensweg einen Kreis weiter. Ja, tatsächlich. Du musst wissen, das Leben ist ein Kreis. Das hat mir mein früherer Meister auch gesagt, dass die Seele meines toten Bruders irgendwo in Sumos Schöpfung eingegangen ist und sein Lebensfunke weiter besteht und er irgendwo zu finden ist. Bruder, Schwester Boltaxan, bist du ein besonders trauriger Mann, wenn du jetzt nur noch einsam bist. Ja. Und so könnt ihr die nächsten tatsächlich 2 Stunden Klatsch austauschen. Der eine Matrose geht zu dem anderen, sie tauschen Dinge aus, die sie schon gehört haben. Sie erzählen euch Dinge aus Zorgan, aus Kuntium, aus Maraskan, aus Helmport. Das sind alles Dinge, die ihr schon gehört habt. Aber man erzählt sie sich gerne noch ein zweites Mal und deswegen dauert das besonders lang. Bis dann irgendwann der Tee komplett alle ist und der Klatsch ausgetauscht ist. 2 Stunden lagt ihr nebeneinander und habt keine Reise gemacht. Dann werden die Kapitäne wieder auf ihre eigenen Schiffe treten, also die Maraskaner dann zurück auf ihre kleine Leuchter. Man verabschiedet sich mit lautem Gerufe und Geschreien und dem Preisen der Götter und wünscht euch noch eine gute Reise, Brüder, Schwester. Damit fahren die in Richtung Norden und ihr in Richtung Süden. Gott, ich hatte gedacht, das hört nie auf. Die reden und reden und reden und reden und reden und reden und reden. Und wenn sie aufhören zu reden, dann fangen sie wieder an zu reden. Alvaran, hilf. Maraskana. Ein sehr anstrengender Menschenschlag. Ihr müsst einfach lernen, die Füße hochzulegen und euch ein wenig zu entspannen. Sind die blöden Säcke jetzt endlich wieder weg? Habt ihr geschlafen? Ja, wenn man das kann, dann... Die merken gar nicht, wenn du schläfst. Die reden einfach weiter. Ist denen egal. Dass ihr bei diesem Krach schlafen konntet, also das verstehe ich nicht. Habt ihr noch nie auf einer Kriegsgaläre gedient? Die Sklaven halt nie die Fresse. Schön hier. Warum sind wir noch nicht da? Weil wir 2 Stunden im Wasser lagen. Gut. Nun aber mutig, Kapitän. Wir wollen heute noch nach Zorgan. Habibi, wir lassen schon Segel setzen, aber wenn dann neue Klatsch ausgetauscht wird, das ist natürlich besonders wichtig für uns. So eine Begegnung ist mir jedenfalls lieber als die von letzter Nacht.
Ja, da habt ihr irgendwie recht. Das wohl. Ja, hier konnte man schlafen. Das war angenehm, das ist richtig. Also, was ist jetzt eigentlich unser Plan, wenn wir dann in Sorgan ankommen? Haben wir schon einen, oder? Zunächst einmal sollten wir wohl im Sinnetempel starten. Ah, okay, wir entscheiden das vor Ort. Finde ich gut. Machen wir so. Ja, nach ungefähr 3 Stunden, die ihr weiterfahrt und ja, die Sonne ist mittlerweile auch am höchsten Punkt schon dran vorbeigezogen. Wir haben es jetzt irgendwie sowas wie Nachmittag. Es gab viele weitere Wachwechsel, viele weitere Glocken, die geschlagen worden sind. Das Mittagessen bestand, wie gesagt, aus Brot, Suppe, so ein bisschen Früchten und Pökelfleisch. Nichts besonders Spannendes. Der Zwieback hatte auch noch keine Maden. Die sind auf langer Seefahrt natürlich besonders lecker, weil sie so ein bisschen Fleischbeilage sind. Aber das Schiff ist ja auch erst vor kurzem aus Pericum losgefahren, sodass der Zwieback frisch ist. Die Suppe schmeckt, also das möchte man dem Koch da unten mit seinen fettigen Haaren gar nicht zutrauen, aber naja gut, man sagt ja auch, dass je fettiger die Küche, desto leckerer oder desto mehr Geschmack hat das Ding. Ihr wollt gar nicht wissen, was das alles für Aromen sind. Einfach Augen zu, Mund auf, Suppe rein, Mund zu und also es schmeckt, wenn man sich nicht darauf konzentriert, wie die Kombüse unten aussah. Dann, nach 3 Stunden, könnt ihr über euch in den Lüften sehen, wie sich vom Festland an den Klippen einige Drachen abstoßen, die dieser Ortschaft bzw. diesem ganzen Areal den Namen gegeben haben und auch die Drachen den Namen gegeben haben. Perldrachen. Ungefähr, wie lang sind die? Nicht so groß. 10 Meter würdet ihr sagen, von Kopf bis Schwanz. Das sind schon, also ihr habt schon ganz andere Kaliber besiegt. Aber ja, Jala hat ja auch hier ganz in der Nähe dann an den Trollzacken gegen einen kleinen Perldrachen gekämpft. Zusammen mit den Trollen. Er erzählt die Geschichte immer und immer wieder. Und jetzt stoßen sich hier die Drachen von den Klippen ab und fliegen dann spielerisch entweder hoch in der Luft oder aber so sehr tief im Wasser, dass sie mit ihrem Schwanz das Wasser auffühlen können. Und umkreisen euer Schiff. Seht euch das einmal an. Die sind ungleich prächtiger, wenn ihnen nicht das Gerippe hervorsteht. Das Fleisch von den Wangen fällt, nicht? Ja, wenigstens sind die nicht tot. Die stinkt nicht annähernd so schlimm. Die stinken aber auch ziemlich schlimm, wenn ihr mal nachher rankommt. Ja, jetzt wo ihr sagt. Ich denke, es ist Zeit, die Ziege ins Wasser zu werfen. Ja, du kannst auch, während du das sagst, kannst du sehen, wie die Tür aufgestoßen wird und eine Matrosin gerade eine der, also die Ziege dann nach oben zieht und zerrt und dann auch gar nicht irgendwie noch weiter nach oben herantritt, um dann in Fahrtrichtung dann die Ziege von Bord zu schmeißen, sondern sie tritt einfach dann jetzt von hier aus in Richtung der Reling, schneidet, ohne mit der Wimper zu zucken, dann dem Tier die Kehle auf und schmeißt dann erst den Kopf ins Wasser und später den ganzen Körper. Es blutet noch so ein bisschen auf das Oberdeck. Das darf dann eben wieder geputzt werden und die Drachen, spielerisch wie sie sind, würden dann auch gleich die Ziege in Empfang nehmen und in der Luft zerreißen, zerbeißen, sodass es dann auch ein bisschen blutig herunterregnet. Ihr werdet davon allerdings nicht behelligt, aber ihr könnt dann dem ganzen Schauspiel dann beiwohnen, wie die Drachen da spielerisch die Ziege auseinandernehmen. Sehr klug, eine vergiftete Ziege zu benutzen.